Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Lena Hellmeister. Ich arbeite hier bei der Shopware AG im Bereich Sales als Account Managerin. Als Experten an meiner Seite habe ich heute den Christian von Central und er wird euch heute gemeinsam mit dem Tim, unserem Kunden, unserem gemeinsamen Kunden von Verpo, etwas über den Einsatz eines ERP-Systems erzählen und welche Vorteile dessen Einsatz mit sich bringt. Vielen Dank, hallo zusammen. Vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Ich freue mich heute ein bisschen einfach mal was über unsere Software euch erzählen zu dürfen, wie wir euch im Alltag unterstützen können, was wir euch alles bieten können. Und um das Ganze nochmal schön abzurunden, haben wir mit Tim nochmal einen tollen Gast, der sowohl über die Vorteile von Central nochmal ganz genau eingehen kann, beziehungsweise auch die Kombination mit Shopware zusammen, wie wir euch den Alltag einfach leichter machen können. Dann würde ich auch schon mal loslegen, um euch einfach mal so ein bisschen was über unsere Geschichte erzählen. Wer ist denn Central? Woraus sind wir entstanden? Wir wurden damals 2018 vom Bene als Embedded Projects gegründet. Wir haben damals einfach auf der anderen Seite angefangen. Das heißt, wir waren selber mal ein Hersteller, so kleine eingebettete Linux-Systeme auf Raspberry Pi-Basis entwickelt, bestückt und über unsere drei Online-Shops verkauft. Und sind, wie es jeder einfach mal kennt, als junges oder auch etabliertes Unternehmen einfach mal an eine Grenze gestoßen, wo wir ein vernünftiges Tool im Hintergrund gebraucht haben, das uns beim täglichen Doing unterstützt, sei es natürlich die Aufträge zeitnah abzuarbeiten, den Zahlungsausgleich zu machen, die Kundenkommunikation sicherzustellen und natürlich auch das Lager auf Vordermann zu bringen. Überall sind die kleinen Widerstände rumgegeistert. Wir wussten zwar immer, sie waren da, nur in welchem Fach sie jetzt tatsächlich gelegen sind, war im Nachhinein immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Dann haben wir uns einfach mal auf die Suche nach einem passenden System gemacht, das sich einfach nach unseren Bedürfnissen auch anpassen lässt, beziehungsweise ehrlicherweise auch gesagt, was der damalige Geldbeutel auch hergegeben hat. Wir sind aber nicht so wirklich fündig geworden. Es gab immer tolle Ansätze, die dann aber doch in ein sehr, sehr starres Korsett gezwängt wurden und eigentlich wenig Möglichkeiten geboten haben, individuellen Prozessen Rechnungen zu tragen. Deswegen haben wir 2010 angefangen, selber eine Lösung zu entwickeln, haben auch eine kostenlose Version mal ins Netz gestellt, die sich binnen kürzester Zeit so große Beliebtheit erfreut hat, dass das Telefon immer mehr angefangen hat zu klingeln, weil die Leute einfach an unserer Software Interesse hatten und immer weniger Interesse eigentlich an unseren tatsächlichen Hardware-Produkten. 2015 sind dann die Gedankenspiele so weit gereift, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach den Sprung ins kalte Wasser und fokussieren uns tatsächlich ausschließlich auf die Entwicklung der Software. Das Ganze ist dann immer weiter berühmter geworden, hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da wir auch immer mal den ein oder anderen Kunden aus der Höhle der Löwen zum Beispiel hatten, ist dann damals auch 2017 ein Frank Thelen auf uns aufmerksam geworden, der uns dann auch mal kontaktiert hat und unser Projekt so spannend fand, dass wir ihn als strategischen Partner für zukünftige Entwicklungen gewinnen konnten. 2018 ist dann alles fertig gemacht worden. Wir haben ihn für uns begeistern können und haben es geschafft, mit ihm zusammen die Software nochmal auf ein neues Level zu heben. 2019 war dann der neueste Meilenstein. Wir haben Shopware als offiziellen Partner für uns gewinnen können und haben so den Kunden einfach eine tolle Plattform, sowohl Backend als auch Frontend-seitig, zur Verfügung gestellt. Heute haben wir mehr als 1300 begeisterte Kunden, die mit Central in ihrem täglichen Doing arbeiten, die es mit uns geschafft haben, einfach die lästigen Geschäftsprozesse zu automatisieren und sich wirklich nur noch darauf zu konzentrieren, was ihnen Spaß macht, tolle Produkte zu entwickeln, ganze Supply Chain abzubilden und die Ware schnellstmöglich an den Mann zu bringen. Was war uns dabei wichtig, als wir damit angefangen haben, die Software in den Grundrissen zu skizzieren? Die Automatisierung und die Zentralisierung von Geschäftsprozessen. Das heißt, wir wollen wirklich die Kunden im täglichen Arbeitsalltag den Erleichterung bieten, dass sie sich, wie gesagt, darauf fokussieren können, was Spaß macht. Aufträge sollten automatisch abgeholt werden. Die Warenbeschaffung sollte automatisiert werden in Form von Bestellprozessen. Flexibilität war uns immer ganz, ganz wichtig. Das war ja schon damals das Thema, als wir uns auf die Suche gemacht haben. Wir bieten Kunden die Möglichkeit an, die Software individuell nach ihren Bedürfnissen anzupassen. Es gibt Möglichkeiten, wenn ich das technische Know-how habe, das Ganze selber zu machen, das Ganze natürlich aber auch in Auftrag zu geben. Wir haben in unserem eigenen Geschäftsmodell entdeckt, wie wichtig es ist, eine mitwachsende Software zu haben. Was heute noch wichtig ist, kann morgen schon wieder durch einen komplett anderen Geschäftsbereich ersetzt werden. Deswegen bieten wir unseren Kunden in dem integrierten App Store die Möglichkeit an, wirklich auf jede Neuerung schnellstmöglich reagieren zu können und das Ganze mit unserer Software digitalisieren zu können.
Es gibt mittlerweile über 70 Schnittstellen zu modernen Dienstleistern. Rechts seht ihr schon mal ein paar Beispiele, werde ich aber nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ganz neu haben wir unser Shopware-Plugin, den Xentral Business Booster, integriert, dass ihr schnellstmöglich euren Shop Xentral anbinden könnt. Was sind denn deine Benefits? Alle Vertriebskanäle sofort auf einen Blick. Wir können ganz genau herausfinden, welcher Kunde welchen Auftrag in welchem Kanal platziert hat. Wir ermöglichen eine automatisierte Kommunikation zwischen den Datenbanken, sei es ein Logistiker, sei es der Lieferant, sei es natürlich auch, aber auch euer Kunde, der keine Lust hat, eine Bestellung als PDF zu bekommen, sondern der das Ganze einfach in einer Form haben möchte, dass es direkt in seinem Warenwirtschaftssystem weitergeführt werden kann. Bieten unterschiedlichste Versandmöglichkeiten an, um einfach auch sicherstellen zu können, dass die Ware schnellstmöglich beim Kunden angelangt. Das ist natürlich auch wichtig, dass es individuelle Preis- und Bezahlmöglichkeiten gibt. Speziell im B2B-Bereich ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, die individuellen Kundenkonditionen zu hinterlegen und automatisch dem Kunden immer seine Preisliste zur Verfügung zu stellen. Die folgenden Teilbereiche, die ich jetzt einfach mal ganz kurz anreißen möchte, um euch zu zeigen, was wir denn alles darstellen können. Seid ihr Hersteller? Wir können eure Produktion abbilden. Wir haben die komplette Supply Chain in unserem System abgebildet. Das heißt, das komplette Thema Beschaffung und Logistik. Selbstverständlich auch sämtliche Vertriebskomponenten sind abgedeckt. Wichtig ist es natürlich auch immer, Finanzen und das ganze Controlling im Blick zu behalten, die wichtigsten KPIs, wie entwickeln sie sich, wie war denn zum Beispiel die Leistung im Vorjahr, im Vormonat, um hier auch wirklich schnellstmöglich reagieren zu können. Wir bieten euch die komplette Produktverwaltung in Xentral an, nicht nur Artikelname, Artikelnummer, sondern sämtliche PIM-Funktionen, die ein modernes Business einfach braucht, von Hinterlegung der Artikelbilder bis hin zur Untermittlung sämtlicher wichtigen Daten, Nährwerte, Pflegehinweise oder einfach auch die Möglichkeit, den Kunden darauf hinzuweisen, wie besonders nachhaltig eure Produkte entwickelt werden. Wichtig ist es natürlich auch immer, den nahesten Draht zum Kunden zu behalten. Wir haben ein wahnsinnig tolles CRM integriert, das euch schnellstmöglich reagieren lässt. Gibt es irgendwelche Kundenanfragen, Pipelines, Wiedervorlagen euch anlegen könnt, um auch das unwichtigste Detail nicht aus den Augen zu verlieren und intern einfach für eine lückenlose Kommunikationskette Sorge tragen zu können. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Wir gehen jetzt einfach mal auf die einzelnen Teilbereiche drauf ein. Um überhaupt erstmal die Ware dem Kunden anbieten zu können, ist es natürlich wichtig, die komplette Beschaffung im Blick zu halten. Wir haben die Möglichkeit, eure Lieferanten per Schnittstelle, per datenbasierter Übertragung anzubinden. Das heißt, einerseits kann das komplette Sortiment des Herstellers, des Lieferanten automatisiert in Xentral abgelegt werden, importiert werden und auch in regelmäßigen Zyklen geupdatet werden, sollten sich Informationen seitens des Preis, Artikelname ändern, beziehungsweise einfach neuere Versionen des Produkts verfügbar sein. Wir bieten euch automatische Bestellvorschläge an, um sofort erkennen zu können, anhand von Mindestbeständen, Mindestlagermengen oder auch über Fremdsysteme, die komplexeste Algorithmen im Hintergrund verwenden, um immer den optimalen Bestellpunkt für euch zu ermitteln, um einerseits einen Spagat schaffen zu können zwischen größtmöglicher Produktverfügbarkeit und natürlich auch einer geringstmöglichen Kapitalbindung im Lager. Wir importieren Texte aus Fremdsystemen, sei es Shops, sei es Produktkataloge oder aus welchen Kanälen ihr auch immer gerne das Ganze hättet. Sprecht uns da einfach drauf an und wir brainstormen einfach mal zusammen, was für Möglichkeiten wir euch anbieten können. Für die unter euch, die vielleicht Lebensmittel, Nahrung oder auch medizinische Produkte verwalten, verkaufen, ist es natürlich auch immer wichtig, Chargen und MHDs im Blick zu behalten. Diese dann auch nach dem FIFO-Prinzip, First in, First out, schnellstmöglich an den Mann zu bringen, um einfach sicherzustellen, dass im Lager nichts verderbt. Wenn die Ware eingekauft ist, muss sie natürlich auch schnellstmöglich an den Kunden gebracht werden. Wir haben ein wahnsinnig tolles Ampelsystem, das es euch optisch ermöglicht, sämtliche Bedingungen, die für euch erfüllt werden müssen, im Auge zu behalten und dann per Knopfdruck einfach die Aufträge auszulösen und dem Logistiker den Lager zu übergeben. Wir überprüfen natürlich selbstverständlich, ist die Ware überhaupt da? Ist sie verfügbar? Ist sie bei euch? Liegt sie bereits beim Logistiker? Ist der Geldeingang bereits festgestellt worden? Unabhängig davon, ob ihr Zahlungsdienstleister wie PayPal, Apple Pay verwendet, beziehungsweise auch, ob der Kunde auf Vorauskasse bezahlt, wir euer Bankkonto live anbinden können und auch diesen Zahlungseingang automatisiert dem richtigen Auftrag zuweisen können.
übertragen. Die Lagerzahlen, wie gesagt, natürlich an alle Vertriebskanäle, um euch einfach auch zu ermöglichen, nie mehr out of stock zu laufen. Je nachdem, wie wichtig der einzelne Vertriebskanal für euch ist, haben wir sogar die Möglichkeit, mittels komplexerer Lagerregeln sicherzustellen, dass der priorisierte Vertriebskanal nie out of stock läuft, sondern immer die letzten Einheiten exklusiv für diesen reserviert werden können. Solltet ihr kein eigenes Lager haben, könnt ihr mit uns aus dem Stegreif heraus euren Logistiker, euren Fulfiller anschließen zu können, um einfach auch hier wieder automatisiert für den Datenaustausch zu sorgen. Das heißt, ihr legt die Lieferscheine einfach bei ihm ab. Er weiß ganz genau, was er picken muss, wie er es verpacken soll und was zu welchen Kunden kommen soll. Natürlich meldet ihr euch über diesen Kanal die geänderten Lagerzahlen wieder zurück. Und selbstverständlich auch die Tracking-Nummer, dass sie euren Kunden wieder schnellstmöglich die Info zukommen lassen können. Die Ware ist versendet. Du kannst dich darauf freuen, bald Spaß an deinem neuen Produkt zu haben. Kundenkommunikation. Es ist wichtig, schnellstmöglich auf eine Kundenanfrage reagieren zu können, um ihnen einerseits natürlich auch eine größtmögliche Wertschätzung zukommen zu lassen. Jede Anfrage ist wichtig. Jedes Problem muss einfach seriös behandelt werden, um hier immer auch nahen Draht zum Kunden sicherstellen zu können. Wie machen wir das? Wir haben ein eigenes Ticketsystem. Das heißt, ihr könnt die komplette E-Mail-Korrespondenz in Xentral abbilden. Das heißt, über eine Standard-E-Mail heraus, über eine Kontakt-App zum Beispiel, die wir in ein zentrales Postfach reinlaufen lassen können, um einfach auch hier wieder sicherzustellen, dass schnellstmöglich die Antwort erfolgt. Könnt die E-Mail selber beantworten, sollte es nicht in eurem Fachbereich sein, könnt ihr die natürlich auch einem Kollegen sofort weiterleiten, damit hier auch jederzeit nachverfolgt werden kann, ist eine Antwort bereits erfolgt, beziehungsweise kann ich meine Kollegen auch noch in gewissen Bereichen unterstützen. Der Kundenakte haben wir die komplette Historie für euch vorrätig. Jeder E-Mail-Schriftwechsel, jede Wiedervorlage, jede Erinnerung, die mit dieser Adresse verbunden wurde, habt ihr sofort auf einen Blick wieder im System und müsst nicht mehr zwischen zig verschiedenen Systemen wechseln und es geht einfach überhaupt nichts mehr verloren. Um natürlich auch der jeweiligen Kundengruppe, der jeweiligen Interessen des Kunden Rechnung tragen zu können, habt ihr die Möglichkeit, bei uns Kunden in verschiedene Gruppen einzuklassifizieren, um hier auch für die Newsletter-Generierung ganz genau die richtige Zielgruppe anzusprechen. Sei es Kunden, die sich für ein gewisses Produkt interessieren, weil ihr eine tolle Neuheit, eine tolle Preisaktion momentan fahrt. Es können aber auch räumliche Aktionen sein. Aufgrund der momentanen Situation sieht es ja mit dem stationären Handel gerade nicht ganz so gut aus, aber vielleicht gibt es doch das ein oder andere Event, das hoffentlich in naher Zukunft bald geplant ist, wenn es einfach wieder besser ausschaut, um einfach auch hier ganz genau die richtige Zielgruppe filtern zu können. Natürlich ist es auch wichtig, wenn ihr noch ein analoges Geschäft habt, das heißt, der Kunde bestellt bei euch per Telefon, ruft einfach gerne auch an, weil ihr dann den direkten Ansprechpartner habt, könnt ihr hier auch mit unserem Wiedervorlagensystem wieder sicherstellen, dass die komplette Vertriebspipeline abgebildet wird. Kein Vorgang soll mehr vergessen werden. Wir bei Xentral nutzen unsere Wiedervorlagen eigentlich komplett abteilungsübergreifend. Auch wenn ihr eine Entwicklungsabteilung habt, eine Forschungsabteilung habt, habt ihr hier die Möglichkeit, wirklich für jeden Bereich eigene Ansichten zu generieren, um auch hier wirklich sicherzustellen, dass eine Übergabe der Aufgaben immer erfolgt und jederzeit nachverfolgt werden kann. In welchem Status ist denn gerade mein Projekt? Gibt es noch was, wo ich beitragen kann? Kann ich meine Kollegen nochmal unterstützen? Beziehungsweise kann ich mich einfach darauf freuen, dass aus diesem Produkt, das wir gerade entwickeln, schnellstmöglich die Marktreife erfolgt und wir es einfach an den Mann bringen können. Wir bedienen aber auch natürlich Hersteller vom, sage ich mal, kleinsten Konfektionierer bis hin zu Lebensmittelproduzenten, für die es einfach wahnsinnig wichtig ist, sicherzustellen, welche Rohstoffe habe ich denn eingekauft. Sind diese Rohstoffe chargenpflichtig? Gibt es irgendwelche lebensmitteltechnischen Gutachten, die ich vielleicht auch mit dieser Charge verbinden möchte, gegenüber meinen Stakeholdern jederzeit nachweisen zu können, dass wir nur die besten Materialien verwenden? Wir ermöglichen euch die Kalkulation auf Stücklistenebene, sei es eine Preiskalkulation, dass ihr hier auch schon mal im Hintergrund weißt, wie schaut denn mein Materialeinsatz denn überhaupt aus und wie muss ich das Ganze dementsprechend anpreisen. Auch hier haben wir wieder unsere Produktampel, um euch einfach auch auf die wichtigsten Schritte hinweisen zu können. Ist eine Produktion bereits gestartet? Ist die Ware für die Werker bereits hergerichtet worden? Können Sie am nächsten Tag einfach an Ihren Arbeitsplatz kommen und loslegen?
Um einfach auch sicherzustellen, dass jeder weiß, was er denn genau zu tun hat, bieten wir euch die Möglichkeit, jeden Arbeitsschritt ganz exakt in Xentral zu definieren. Sei es einfach ein kleines Wording, sei es eine kurze Beschreibung, beziehungsweise auch Piktogramme, wie ihr welche Teile zusammenbauen muss, was einfach sichergestellt werden muss, um sicherzustellen, einfach auch herausfinden zu können, ist alles richtig produziert worden. Darüber hinaus können wir auf jeden einzelnen Arbeitsschritt Zeiten buchen, um hier auch wieder nachverfolgen zu können, war eure Kalkulation denn mal ursprünglich richtig? Nicht, dass man sich ein bisschen in die eigene Tasche lügt und am Schluss einen höheren Materialeinsatz, Zeiteinsatz hat, als denn ursprünglich mal geplant wurde. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen genug geredet. Jetzt möchte ich euch einfach mal ein Beispiel aus der Praxis präsentieren mit Tim vom Bearpaw. Hallo Tim. Wir haben zusammen schon erfolgreiche Projekte zusammen abgewickelt. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über euch. Wer ist denn Bearpaw? Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, moin erstmal an alle da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bearpaw Products liegt hier im schönen Bamberg in der Nähe. Also alle Bierliebhaber werden unseren Standort kennen. Und Bearpaw ist ziemlich einfach beschrieben. Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass der Bogensport mal Trendsportart Nummer 1 wird. Also so schlicht und einfach kann man unsere Strategie erklären. Zu unserem Business, also wer sind wir, wie ticken wir und was machen wir eigentlich? Wir haben aktuell über 1000 B2B-Partner weltweit. Wir kaufen und verkaufen in verschiedenen Währungen. Also ich kann die Agilität, die du vorhin vorgestellt hast, gut unterschreiben. Zudem haben wir aber auch noch ein B2C-Business. Direkt hier haben wir einen Concept Store, also ein paar Wände hinter uns. Also wir machen auch ein direktes Ladengeschäft. Wir haben aber auch B2C-Kunden. Ich glaube, unser weitester sitzt in Brasilien. Wir verschicken in die USA, haben viel mit Lieferanten zu tun. Das heißt, wir haben einmal die ganze Supply Chain bei uns auf dem Tisch, B2B und B2C-Partner und haben noch einen Concept Stores mit dranhängen. Also all das, was so das Business bietet, glaube ich, decken wir ganz gut ab und kennen dadurch, glaube ich, viele Pain und Gains, die man da so im Laufe der Zeit sammelt. Ihr habt ja auch euren Shopware-Shop. Warum habt ihr euch für die Kombination Xentral und Shopware entschieden? Ja, das erinnert so ein bisschen an die unendliche Geschichte, an den Film, den wir, glaube ich, alle noch aus der Jugend kennen, je nachdem, wie alt der Schnitt hier ist. Wir haben ja die Firma damals von den Foundern übernommen. Also wir sind jetzt nicht direkte Founders, sondern es ist einfach eine neue Generation, die das Management Buy-in hier gemacht hat. Und wir hatten jetzt nicht unbedingt vor, die IT-Struktur zu wechseln. Also alle, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen, das ist echt schon eine Riesen-Challenge, weil jetzt zumindest bei Bearpaw waren nicht alle IT-Profis, aber wir haben einfach gemerkt, Achtung, Überraschung, läuft super viel über E-Commerce und unser altes ERP-System, was wir hatten, war absolut nicht agil. Also wir konnten es nur zentral an einem Ort bedienen. Sobald wir raus aus dem Wi-Fi waren und raus aus dem Standort waren, ging unser ERP-System nicht mehr. Und unser Online-Shop war alles nur irgendwie nicht userfreundlich. Die User-Experience war überhaupt nicht gut. Und wir haben dann angefangen zu scouten. Da gibt es ja unfassbar viele ERP-Systeme. Es gibt unfassbar viele E-Commerce-Plattformen. Es gibt E-Commerce-Plattformen, die gleich noch ein eigenes ERP-System mit anbieten. Also da kann man sich so ein bisschen verlaufen. Und aus unserer Erfahrung raus haben wir uns einfach umgehört, mit welchem System arbeiten nicht eigentlich unsere Partner, andere coole Startups, Unternehmen, andere Firmen, die es irgendwo schon geschafft haben. Und da kamen so 2, 3 Namen, kamen uns einmal regelmäßig entgegen. Und wir haben uns vorab dann für Shopware entschieden. Also die E-Commerce-Plattform stand vor dem ERP-System und dann haben wir uns quasi umgehört, hey, die Leute, die Shopware nutzen, welches ERP-System nutzt ihr eigentlich? Und das war dann der Wink mit dem Zaunfall, sind wir dann auf Xentral gekommen und Christian, ich habe krass viel Kontakt mit Mara. Mara ist ja bei euch im Sales-Team. Ab der ersten Sekunde habe ich mich mit Mara extrem oft unterhalten und
Im ersten Jahr hat es nicht so geklappt, weil wir super viele Projekte zu tun haben, so ein bisschen Unternehmerkrankheit, lass uns mal 300 Dinge auf einmal machen. Aber Mara hat uns immer wieder mal das System vorgestellt und schon bei der Vorstellung konnten wir viele, viele operative Schwierigkeiten lösen. Und im zweiten Jahr haben wir dann den Shopwarewechsel mit euch bei Accenture parallel gemacht. Also gleichzeitig hatten einen Stichtag, haben die alte Struktur über Bord geworfen, sind mit Shopware und Accenture live gegangen, um einfach agil, schnell Business Cases im Markt zu launchen. Das war so das große Ziel. Mhm. Long story short, genau. Du hast ja schon mal angekündigt, du nutzt ja eigentlich die komplette Klaviatur, die wir euch zur Verfügung stellen. Wenn du dir jetzt ein paar Prozesse rauspicken dürftest, wo haben wir euch am meisten unterstützt? Was hilft euch im täglichen Doing wirklich weiter und spart euch Zeit? Also number one ist definitiv das CRM-Tool, was du vorhin auch vorgestellt hast. Jetzt alle, die jetzt hier in dem Call mit dabei sind, die kennen viele etablierte Unternehmen und wir alle haben auch verstanden, dass dieses Follow-up extrem wichtig ist. Also der Kunde hat gar keinen Bock, drei verschiedenen Leuten in einer Company dieselbe Story zu erzählen. Und über Accenture, wir nutzen eben euer CRM-Tool. Du hast ja erklärt, man kann das Cluster nach Telefonaten, Notizen, Angebote, Belege, was haben wir noch? Also du kannst irgendwie den kompletten Inbounds kannst du filtern. Also du hast nicht nur dann irgendwie eine Seite, wo alles draufsteht, sondern du kannst es filtern. Und dieser Follow-up ist extrem besser geworden. Also wir haben extrem hohen Inbounds-Rate, Telefonate, E-Mails, WhatsApp, alles, was geht. Und wir schreiben das alles an der Kundennummer fest. Und egal, wer bei uns oder egal, mit wem du bei uns sprichst, anhand deiner Kundennummer kennen wir immer den Status quo. Also number one. Nummer zwei ist tatsächlich für uns ein Teil eurer Buchhaltung. Wir haben extrem, Gott sei Dank, viel Zahlungen, die auf unser Geschäftskonto laufen. Also ob es Kreditkarten sind mit Stripe, PayPal, PayPal Plus, Bankeinzüge, dieser ganze Verbuchungskram. Und ich bin jetzt kein Buchhalter und viele Unternehmer sind auch keiner. Und das muss für uns immer super schnell gehen. Und ihr habt einfach ein cooles Tool, das heißt Zahlungseingang automatisch verbuchen. Das ist ein Knopfdruck und dann werden die Zahlungseingänge gemappt und die Aufträge werden freigeschaltet. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, würde ich sagen, ist euer Management Board, was ihr entwickelt habt. Für alle, die Dashboards lieben, alle, die irgendwie KPIs brauchen, ob Leading oder Lagging Indicators, die schnell und einfach sehen wollen, hey, wie geht's uns, was machen die Zahlen, kommen wir voran? Ich glaube, das liegt bei euch im Controlling, Christian, da habt ihr dann Verkaufszahlen, Umsatzanalysen, Kundenstatistiken, Management Boards, also alles, was man früher mal mit Google Sheets oder Microsoft BI oder alles, was man sich mal selber so zusammengepflastert hat und was man dann selber pflegen musste, haben wir auf einen Blick. Und weil wir Accenture auch auf dem Handy nutzen, ich weiß gar nicht, ob das offiziell empfohlen ist, aber wir nutzen es auch über iPad oder Handy, haben wir die Dashboards überall, wo wir gerade sind. Also ob extern per LTE, hinten im Lager, hier vorne im Concept Store, und der spart schon extrem viel Zeit, weil wir halt schnell datenbasierte Entscheidungen treffen können. Und das sind in der Regel immer die besseren. Also das war schon mal ein ganz, ganz guter Hinweis, dass ihr Accenture auf dem Handy benutzt. Vielleicht da auch, um ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu können und vielleicht auch schon mal so eine kleine Sneak Preview hier zu bieten, haben wir nämlich auch gerade in unserer Entwicklungspipeline eine richtige native App, sei es für euer iOS, sei es für euer Android, um wirklich auch eure Mitarbeiter, die im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung tätig sind, auch unterwegs viel, viel besser daraus zu unterstützen können. CRM-Funktionen, Aufträge zu schreiben oder einfach mal zu gucken, wie schaut denn die Historie so des Kunden aus? Was hat er denn das letzte Mal gekauft, um hier einfach auch wirklich zusätzlich nochmal viel, viel schnellere Verkäufe zu generieren und dementsprechend auch nochmal die Wertschätzung dem Kunden nochmal zu übermitteln? In unserem Vorgespräch hast du einen ganz tollen Vergleich gebracht. Du siehst Central so ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen?
Ja, absolut. Also wie ich vorhin erzählt habe, wir haben super viele Systeme gescoutet und es war immer so eine Friss- oder Stirb-Entscheidung. Also es war immer ein System, entweder musstest du alles nehmen oder du hattest halt irgendwie nichts, was du gebraucht hast. Und für uns war wichtig, oder ist es immer noch und wird auch in Zukunft immer sein, extrem schnell anpassungsfähig zu sein. Und als wir mit Xensual warm geworden sind, haben wir einfach gemerkt, ihr habt diesen App-Store, man kann super schnell Dinge hinzubuchen. Du wirst die aber auch wieder los, wenn du sie gerade nicht brauchst. Und Xensual war für uns wie so ein Schweizer Taschenmesser, weil egal, welche Challenge wir gerade hatten, egal, was wir gerade aus diesem schier unendlichen Angebot, was ihr habt, konnten wir uns immer so die Dinge zusammenbauen, wie wir sie gerade brauchen. Und das war für uns so ein ganz krasser USP, auch wo wir gesagt haben, okay, es gibt so eine Basisplattform, die ermöglicht, schon mal 90% von dem Business abzudecken. Die ist auch in dem Kosten-Nutzen-Faktor, dass es wirklich gut ist. Und wir wussten, okay, zu dieser Basisplattform können wir ein paar Dinge dazuschalten, die wir halt brauchen. Und das ist gerade heutzutage, wenn es heißt, einfach schnell und clever zu sein, ist es super gut, weil es ist irgendwie keine statische Nummer, wo du jetzt irgendwie läufst halt dann mit der Machete rum, bräuchst aber irgendwie gerade was anderes. Und das hat uns Xensual super einfach ermöglicht, nicht nur über den App Store, sondern einfach, weil es, ob es beim Verkauf, bei der Logistik, bei dem Retouren, es gibt so viele Module, die du immer schnell nutzen kannst, aber sie auch wieder wegräumen kannst, wenn du sie eben gerade nicht brauchst. Und das ist für uns aus unserer Erfahrung super wichtig und möchten wir auch überhaupt nicht mehr vermissen. Wenn ich jetzt so ein neues ERP als Kunde einführe, wie würdest du jetzt einfach nochmal Xensual beschreiben? Muss ich jetzt sehr, sehr technisch affin sein oder am Schluss ein Programmierer sein, um so eine Software selber vielleicht auch einführen zu können? Also da kann ich eine ganz hässliche Wahrheit erzählen. Für mich war der ERP-Wechsel die Vorstellung absolutes Albtraum-Szenario. Ich weiß jetzt nicht bei den Leuten, die im Call sind, wie jung eure Mitglieder in der Organisation sind. Bei uns war so, alle, die schon mal einen ERP-Wechsel mitgemacht haben, haben gesagt, oh nee, das geht immer schief. Das kostet Zeit, wir fangen uns an anzuschreien, wir wären Feinde. Also, hey, ERP-Wechsel war nicht so beim Quarterly-Meeting, wo alle gesagt haben, oh, lass uns mal einen ERP-Wechsel machen. Das heißt, ich war da so ein bisschen verbranntes Kind und habe mir gedacht, boah, wie kriegen wir das hin? Technisch affin bei Xensual mussten wir überhaupt nicht sein, weil wir haben uns während der Umstellungszeit, und das wäre cool, wenn es vertraulich bei dem Call bleibt, wir haben unsere IT-Mitglieder entlassen müssen. Da ging es einfach, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Was wir aber dennoch geschafft haben, mit einem Marketing-Team, mit mir, der ein bisschen technisch affin ist, mit unserem Export-Manager, dem Philipp, der irgendwie auch ein bisschen einfach was in Excel kann, und mit der superschnellen Hilfe von euch haben wir einen ganzen ERP-Wechsel gemacht mit Shopware und Xensual ohne eine etablierte IT-Abteilung. Und so sah bei uns der Wechsel aus und ich glaube, das spricht ein bisschen Bände. Also technisch affin muss man, man muss auf jeden Fall nicht Bill Gates oder Steve Jobs sein, um das zu schaffen. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht die perfekten ITler auf dem Planeten. Wir mussten uns auch von unserer IT-Abteilung trennen und haben es trotzdem geschafft. Ich glaube, mehr muss man dazu in dem Fall gar nicht mehr erzählen. Also geht easy und schnell. Also ich sage auch immer meinen Kunden, also es ist ERP, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Es ist einfach wie in einer guten Ehe. Man muss miteinander reden. Man muss einfach Themen adressieren, um einfach auch Unterstützung zu bekommen. Und was auch immer wichtig ist bei einer Einführung, aber ich glaube, da kannst du mir absolut nochmal beistimmen, wirklich sich auf die Bereiche fokussieren, die für euch euer tägliches Geschäft am wichtigsten sind. Diese Baustellen erstmal beseitigen und nachdem die Pflicht erledigt ist, geht es dann einfach auch zur Kür über und dann können wir einfach ganz gut für weitere Erleichterungen sorgen. Absolut. Also es ist halt, es ist schon ein Marathon, den man aber für sich aufteilt, am besten so in Sprints. Und wir hatten ja auch mit Martin, der uns ongeboardet hat, auch immer sure fix, immer so einen Sprint-Takt und konnten gucken, hey, wo stacken wir gerade, wo geht es irgendwie weiter? Ich kann noch viel Kaffee empfehlen, aber ich kann jetzt auch tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen, es ist definitiv nicht so schlimm. Die Leute, wir waren live und dann hat jemand gesagt, oh,
bei der letzten ERP-Systemumstellung hat es uns alles zerschossen. Das ist zu ruhig hier, also es hat ganz gut funktioniert. Und vielleicht auch da nochmal, obwohl Xential auch super agil ist und auch Shopware, auch das war keine perfekte Geburt. Also es gibt immer wieder ein paar Themen, wo es irgendwie mal hakt oder wo es irgendwie nicht läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ging es immer darum, wie lösen wir irgendwie Dinge. Und das haben wir in dieser Onboarding-Phase zum Teil echt richtig smart mit euch hingelegt. Von daher war es gar nicht so schlimm. Tough, aber nicht so schlimm. Ich glaube, das fasst ganz gut nochmal zusammen. Ja. Jetzt habe ich ja auch schon einen kleinen Ausblick mit unserer Central Business App schon mal angekündigt. Was sind denn eure Next Steps? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, was steht denn bei euch in nächster Zeit alles noch so an? Also auf jeden Fall, wenn wir nochmal ein bisschen neue Zahlungsweisen onboarden, das funktioniert in der Kombi Shopware und Xential, wie wir sie haben, einfach extremst gut. Ist auch einfach super wichtig für unsere Kunden. Next Steps sind auf jeden Fall, ich war mal so frech und habe in die FAQ gelinst. Xential und Shopware eignet sich tatsächlich nochmal, um so customized ein bisschen was zu machen. Also da arbeiten wir mit ein paar Anbietern und Partnern auch von euch und werden nochmal ein paar Sachen entwickeln, gerade was so die Xential-Shopware-Connection angeht. Also was überträgt Xential zu Shopware, was holt Xential von Shopware ab. Und da werden wir nochmal ein bisschen für uns was machen, weil wir so eine eierlegende Wollmilchsau sind, so ein super strangees Wort, aber beschreibt uns irgendwie am besten. Und da werden wir auf jeden Fall noch was machen. Und wir wollen unseren Retourenprozess dank der neuen Version, die jetzt bald von euch auf den Markt kommt, nochmal ein bisschen leaner machen. Bei uns war es einfach früher so, hat jemand eine Retoure angelegt, musste zur Buchhaltung rennen und sagen, hey, überweist mal, macht mal die Gutschrift und dann gab es E-Mails und dann gab es Slack-Nachrichten. Jetzt gibt es Teams-Nachrichten, also war irgendwie super komplex. Und da habt ihr euch irgendwie was Cleveres einfallen lassen im Retourenprozess, dass derjenige, der CRM bei uns betreut, hat so quasi die Hoheit gleich, was mit den Gutschriften und den Zahlungsweisen alles passiert. Und das werden wir dank euch noch ein bisschen leaner machen. Also Retourenprozess, Zahlweisen und noch an den Schnittstellen ein bisschen arbeiten. Genau, das sind die Punkte, die bei uns eigentlich, wenn wir ein neues Modul entwickeln, wirklich auch in den Gedankenspielen bereits schon immer im Vordergrund stehen, eine lückenlose Vernetzung aller Module gewährleisten zu können, dass sich diese ganzen Abläufe heraus logisch aus den einzelnen Schritten ergeben können und wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk dementsprechend funktionieren. Wenn ich jetzt, du bist ja auch als Referenzkunde bei uns auf der Webseite gelistet, wenn ich jetzt als Gründer oder als Unternehmer, der schon ein florierendes Unternehmen hat, bei dir jetzt einfach mal anrufen würde und sagen, warum soll ich Xential nutzen? Was würdest du dem noch an Tipps, Ratschlägen oder einfach auch Empfehlungen mit auf den Weg geben? Also meine Empfehlung ist ganz klar, ich kenne Startups, die sind auch jetzt gerade erst im Accelerator, also sind gerade so in der Startphase. Ich kenne unser Unternehmen, was super komplex ist. Und meine Empfehlung, warum Xential, ist einfach, weil in der Entwicklung bei IT, bei ERP-Systemen, bei E-Commerce nie alles glatt läuft. Forget it. So, that's life, up and downs. Und warum ich Xential ganz klar empfehle, ist für mich, also ist meine Perspektive, ist immer wichtig, wie geht man mit Themen um, die gerade nicht funktionieren. Ja, es ist wie so eine Beziehung, ja, die ist im Urlaub, ist die immer super cool, ja, und dann kommst du irgendwie 3 Wochen nachts um 12 heim und dann irgendwie wird es dann interessant. Und ich kann einfach nur die Erfahrung machen, egal mit wem unsere Leute im Ticketsystem am Call oder am Telefon mal sprechen, da gibt es eine ganz hohe Bereitschaft, Dinge extrem schnell zu lösen und extrem smart und clever zu lösen. Und ich glaube, egal wie modern die Welt wird, Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht und da gibt es einfach immensen Pluspunkt, den euch so auch erstmal keiner nehmen kann. Und ich würde euch deswegen empfehlen, weil ihr super schnell in der Problemlösung seid und es gibt nichts Schlimmeres heutzutage, wo du ein Problem hast und dann kriegst du den Anruf, ihre Ticketnummer ist 123 und wir melden uns dann mal
in 1 bis 2 Wochen. Und wir kommen mit euch echt voran. Manchmal müssen wir schwimmen, manchmal müssen wir klettern, manchmal müssen wir Radfahren. Und die Agilität, die wir heutzutage brauchen, können wir mit euch als Team einfach bestmöglich abdecken. Nicht umsonst heißt es ja, wenn man zusammen ein Haus baut oder ein ERP einführt, dann hält die Beziehung auch für ewig. Genau. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Genau. Nee, dann sage ich hier schon mal vielen Dank für deine ehrlichen Antworten und ich hoffe, wir haben euch einfach auch schon mal einen tollen Überblick bieten können, wie Partnerschaften mit uns einfach aussehen, was wir für Möglichkeiten euch alles bieten können, um euer Business auf das nächste Level zu heben. Ich möchte euch jetzt noch ein paar kurze Screenshots einfach mal von uns zeigen, den angesprochenen Central Business Booster, den ihr direkt bei Shopware im Store erhalten könnt, wo ihr wirklich auf Knopfdruck heraus euren neuen Shopware-Shop direkt mit Central verbinden könnt, um hier einfach schnellstmöglich eure Ware an den Mann zu bringen und ja, einfach auch hier nochmal eine Unterstützung von uns bekommt, um auch solche Prozesse als Nicht-Techniker problemlos abbilden zu können. Zu guter Letzt möchte ich jetzt alle Teilnehmer nochmal darauf hinweisen, wenn wir euch jetzt das System schmackhaft gemacht worden, ihr eigentlich schon in den Startlöchern seid, das Ganze einfach mal auszuprobieren, wie es denn sich anfühlt, wie es denn vor allem ausschaut und wie wir bei euch einfach diese Pain Points ausmerzen können. Holt euch die Demo unter folgendem Link. Ihr bekommt das Ganze natürlich auch nochmal aufgezeichnet, zur Verfügung gestellt und habt da selbstverständlich auch nochmal den Link dann direkt zur Demo. Einfach wirklich mit allen Fragen direkt auf uns zukommen. Wir teilen es in unserem Team natürlich auf, dass für jeden Fragenbereich auch immer der richtige Experte gleich euch antworten kann. Und dann wird auch immer bei uns ziemlich schnell eine Präsentation vereinbart, weil Bilder sagen einfach mehr als 1000 Worte, um einfach mit euch den richtigen Prozess finden zu können, um euch auch schnellstmöglich euch in der Software wiederfinden zu lassen.